Hallo liebe Zuschauer, ich bin Legendenkiller und heute gibt es mal wieder Tipps und Tricks, diesmal zur Close Quarters mit Zieberturm. Ja, wie immer fangen wir mit Flagge A an. Ja, bei Flagge A kämpfe ich mich immer hier direkt in die Ecke ein, weil hier kann man wenigstens nicht vom Balkon aus abgeballert werden, wo ja oft gerne Leute campen. Und dann ja, Claire muss in die Eingänge legen und warten, bis die Gegner kommen. Hier zwei Stück schön gekillt. Und jetzt kommt einer von hinten, der hat mich nicht gesehen. Und da sieht man, dass es ein gutes Versteck ist oder dass die Leute da gar nicht drauf achten, auf die Ecke. Naja, die Claremont hätte ihn eigentlich killen sollen, die war nicht so gut gelegt, aber naja, vom Prinzip her weiß man ja, wie es geht. Aber weiter geht's mit Flagge B. Hier mache ich gern einen auf Küchenchef und verstecke mich in der Küche. Und dann extra hier Claire muss in die Eingänge, damit hier keiner kommt und mir in die Suppe spuckt. Und was sehe ich da? Da will jemand abhauen, ohne zu bezahlen. Das geht gar nicht. Also gleich hinterher und die Kohle eintreiben. Oh. Und da ist noch einer, der ohne zu bezahlen einfach abhauen will. Und beide eingeholt und mir das Geld eingeprügelt. Dann hier der Typ, wir haben ja fast entkommen, aber nein. Legend Killer ist hinterhergelaufen und hat seine Kohle bekommen. Jetzt kommen wir zur Flagge C, zum Pool. Hier ist das gleiche, hier mache ich gerne einen auf Bademeister. Und lege Klärmus in die Eingänge, dass hier keiner ungefragt duschen geht oder schwimmen geht. Dann setzt man sich am Computer, hier hinterm Tresen und guckt, wer hier alles rein darf und wer hier nicht rein darf. Und der Typ, der ist doch so dreist, der denkt, der kann einfach durchlaufen und in den Pool reinspringen, aber nix da. Ich habe aufgepasst und ihn wegeliminiert. Ja, dann kann man sich hier schön in der Ecke hier die Blumen gießen. Und da wird schon wieder jemand ohne zu bezahlen in den Pool, aber nix da. Und dann war ich mal kurz oben, kam nach der Pause wieder rein und dann sehe ich, da hat sich jemand in der Ecke versteckt. Und denkt, ich sehe ihn nicht, aber habt ihr natürlich gesehen. Da kommt dann noch einer um die Ecke. Und habe einen Stern bekommen. Ja, da kann man sich hier auch schön auf die Liegen hinlegen. Sodass die Leute denken, ach, da ist keiner an der Rezeption. Da kann ich ja mal kostenlos schwimmen gehen. Aber nichts da. Und dann wieder hier schön neue Claremont in den Eingang. Und dann guckt man hier, ob keiner bekommt. Und zack, da will der Nächste einfach kostenlos schwimmen. Und der wollte wieder einer, aber Claremont hat ihn gekillt. Ja, da muss man auf dem Dach hier den Müll noch wegräumen. Dach muss man ja auch sauber halten. Ja, und dann kann man sich auch mal ein kleines Päuschen gönnen und sich hier auf die Liegen hinlegen. Aber man hat einfach keine Pause, weil hier ständig Gegner kommen, die kostenlos schwimmen wollen. Und dann das. Man dachte, der Chef wirklich, ich lieg da faul rum, anstatt zu arbeiten und hat mich einfach rausgeworfen. Jo, aber ich habe schnell einen neuen Job gefunden als Security-Mann in der Lounge. Die ungebetenen Gäste fernhalten und da sehe ich doch, da campt schon gleich einer. Und den habe ich schön verjagt. Zwar nicht gekillt, aber verjagt. Und dann kommt doch so einer und attackiert mich von hinten. Hat mich fast gekriegt, habe nur noch 1%. Aber zack, selbst mit 1% kill ich den noch. Aber da ich weiß, dass sie meistens zu zweit gammeln und dann noch von hinten attackieren, diese kleinen Feiglinge, habe ich einfach gewartet, bis der zweite hier auch um die Ecke kommt. Und dann kommt er auch und das sieht man, was für ein Noob. Hat mich nicht einmal getroffen. Und dann wieder schöne neue Klärmo hin, falls hier gleich noch jemand kommt. Und zack, da wollte der nächste wieder dahin. Und dann hier, der Typ, der wollte den Barkeeper angreifen, aber nix. Legend Killer hat ihn aufgehalten. Dann noch ein bisschen die Security beim Schwimmbad geholfen und ein bisschen ein paar Leute da im Schwimmbad gekillt. Ja, das war's auch schon mit Dingens, mit der Lounge. Weiter geht's mit der Bar. Bin ich auch Security-Mann, da
dass noch nicht abends ist und die Bars ja meistens erst abends öffnen, sollte ich aufpassen, dass er sich keine an dem Alkohol zu schaffen macht. Und ja, Claire muss in die Eingänge gelegt und schön das MG aufgestellt. Und dann wollte ich mal gucken, ob hier keiner auf dem Dach ist, und ja, da ist schon jemand in die Claire reingelaufen. Ja, da kann man hier schön das Zweibein aufstellen und die Leute unten alle abballern. Aber was dann habe ich gemerkt, dass jemand in meine Claire rein wollte, hier ohne zu bezahlen, einfach was trinken, sogar zwei Stück, aber kein Problem für Legend Killer. Hier wieder neue Munition hinwerfen. Und dann wollte ich dafür wieder jemand ohne zu bezahlen. Killin hab den anderen aber leider nicht gesehen und der hat mich dann bekommen. Kommen wir nun zum südlichen Flügel. Ja, hier lege ich gerne Klärmus an den Treppen. Macht man eigentlich so gut wie immer einen Kill mit. Läuft meistens einer durch. Dann lege ich auch noch gerne Klärmus hier in den Eingang oder in dem Flur zu A. Und zack, da ist ja einer durch die Klärmo gelaufen. Und ja, da waren zwei Stück, aber hab den einen noch bekommen. Dann wieder neue Klärmos hingelegt. Ja, die Klärmo wollte ich eigentlich genau hier auf diesen schwarzen Türrahmen oder hinlegen, hat aber nicht geklappt. Und dann hier muss man mal aufpassen, wenn man die Ecke läuft, weil da gerne Gegner warten, so wie der hier. Dann kam einer von hinten, aber den zack mit der Magnum weggeholt. Und dann kann man auch noch C gut verteidigen von hier aus. Und auch gut Granaten hier runterwerfen. Und die Treppen hat man halt gut im Blick. Warum der Typ mich nicht gesehen hat und oder anstatt mich zu killen einfach auf die Klärmo geschossen hat, kein Plan. Und sollte man jemand doch die Klärmo überleben, kann man da einfach kurz killen. Der Typ war ja so gut wie tot, hat er nur noch ein paar Prozent gehabt. Na, man kann auch von hier aus auch die Bar bewachen. Und A kann man auch bewachen. Ist eigentlich relativ gut, die hier zu campen oder sich in dem Bereich aufzuhalten. Ja, der Kill wurde mir einfach geklaut. Hilfe bei Kill 82. Da habe ich mich schon aufgeregt. Bin ich richtig aggressiv geworden. Und dann kann man ja hier auch rüberballern auf B. Wenn man die Leute auch treffen würde. Aber hier bin ich noch mehr ausgetickt. Hilfe bei Kill 99. Naja, kommen wir zum Konferenzraum. Und hier wollte ein Abonnent von mir unbedingt ins Video. Habe ich ja nichts dagegen, wenn Leute in mein Video wollen. Aber sollen die mich vorher fragen und nicht einfach reinjoinen oder nachjoinen. Aber du bist trotzdem am Video. Der Puffesel. Ja, ich habe echt nichts dagegen, wenn Leute hier so in meine Videos wollen. Aber am besten vorher fragen und nicht einfach nachjoinen. Und dann will der Puffesel von hinten kommen und zack. Siehst du bist sogar zweimal mal im Video drin. Jetzt schaut man sich hier um. Dann höre ich ein. Und zack. Wieder Puffesel. Du bist jetzt dreimal im Video. Na, hier als Waffe PP19 finde ich eigentlich gut. Weil er hat viel Munition und kann man auch schnell nachladen. Wie hier hat man schon die zwei Typen weggehauen. Dann hier immer schon auf Klos gucken, hier campen gerne mal welche oder machen Homo-Action. Und hier habe ich gedacht, einer von denen wurde reanimiert, deswegen bin ich hier wieder hingelaufen. Keinen gesehen und da, zack, Puffesel. Diesmal gegenseitig gekillt. Jetzt war es glaube ich schon zum dritten Mal hier in meinem Video. Und da der Schweiß, dass der Puffesel hier immer gerne hinkommt, hinterlasse ich ihnen hier ein paar kleine Weihnachtsgeschenke, sage ich jetzt mal. Und ja, platziere sie hier schön. Seh, da läuft schon einer rein. Und zünde meine Überraschung. Und war sogar der Puffesel. Jetzt warst du schon viermal in meinem Video. Naja, kommen wir zum nördlichen Flur. Hier lege ich meistens gerne mal Klärmus auf die Toiletten. Und wieder Puffesel. Nummer 5. Und den Typen habe ich gar nicht gesehen, aber noch gekillt. 2% überlebt. Und auch hier eine Klärmus in den Eingang. Und wieder Puffesel, Nummer 6.
Dann wieder hier eine Klärmo hingelegt. Und Puffesel Nummer 7. Und ja, hier kann man auch rüberballern nach A, wenn da welche auf dem Balkon campen. Und hier Vorteil von der PP19, dass sie so viel Munition hat. Dann kann man auch mal ein paar Mal daneben ballern. Dann kann man von hier oben aus auch ja, auf B runterballern. Und wenn ich B einnehme, mache ich das meistens hier unten in der Ecke. Weil man hier nicht sofort gesehen wird. Und hier zack, den Typen noch schön gekillt. Den Keks 70. Und da die Klärmo von gerade eben. Na, der Typ ist leider nicht gestorben. Aber ich weiß, er kommt ja gleich von hinten und kill ihn dann auch. Und dann dachte ich mir, ja, der kommt bestimmt gleich wieder, der Typ. Also schön eine Klärmo hinter sich hinlegen. Sehe, wir verlieren B. Und zack, da ist er schon in die Klärmo reingelaufen. Und jetzt höre ich auf meinem Headset, da kommt wieder einer von hinten. Dreh mich um. Zack. Gekillt. Ah, der Vorteil von einem Surround Sound Headset oder Gaming Headset. Wie ich gehört habe, haben sich jetzt zwei Leute aus meiner Liste auch ein Headset geholt, weil die gehört haben, wie ich immer gesagt habe, dass das einfach geil ist. Und ja, die sind auch sehr zufrieden damit. Na, und von hier oben aus kann man auch gut auf B runterschießen und Granaten runterwerfen. Macht man gut Kills, wie hier gerade 3 Stück gekillt. Dann hier wieder eine Klärmo hingelegt auf die Treppen. Dann kann man hier runter gucken, ob da jemand B einnimmt. Den Typen habe ich erst ziemlich spät gesehen. Aber immerhin, das hat noch gereicht. Und da ist noch einer. Und der wurde mich schon wieder geklaut. Meine Fresse, ey. Ja, dann legt man hier wieder eine Klärmo und guckt. Ja, man kann die Leute auch, die oben sind, abballern. Und ich kann nur durch sowas gekillt werden. M320. Und hier, so wirft man eine Granate. Schön gegen den Türrahmen, dass die Granate auch bloß kein Dingens nicht reinfliegt. Und ja, hab Granatenkill bekommen. Ist also perfekt geworfen, kann man da nichts sagen. Das war alles geplant natürlich. Und dann kann man hier auch einen auf Barkeeper machen. Schön hinterm Tresen hinlegen und auf die Flaschen aufpassen. Und da merke ich, da will jemand von links hier sich an die Bar reinschleichen, aber nix da. Hat die Konkurrenz war oben hier ihre Leute runtergeschickt, um mich zu killen. Ja, und hier campt einer in meiner Ecke. Und da war der Puffesel. Was war das jetzt? Zum 7. Mal in meine Klärmo oder so gelaufen. Also zum 7. Mal im Video, nicht zum 7. Mal in die Klärmo rein. Jetzt hier, zack, campt er hinter meiner Bar. Aber das geht ja gar nicht. Ja, Nummer 8, glaube ich, war das jetzt. Und ja, jetzt kann man hier schön B einnehmen. Und ja, wenn man gestresst ist vom vielen Battlefield-Zocken, kann man hier schön die Türen mit Klärmus ja, zumachen, dicht machen. Und dann setzt man sich schön vor seinen Kamin und kann die Gegner dann schön von hinten umbringen. Ja, dann kann man sich hier schön nach einem schönen Runde Battlefield auf die Liegen legen, hinlegen und Sonnenuntergang genießen. Oder man haut hier Klärmus an jede Tür, dass die Tür schön zu barrikadiert ist. War meine Fresse, dass die Türen schön zugeschlossen sind. Tut hier wie so ein kleiner Spanner durch den Kaminloch gucken. Und die Gegner dann schön richtig hart von hinten so in den Arsch rein. So wie unser großes Vorbild. I love little girls, they make me feel.